Herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind hier an einem Wasserfall und ich gebe euch ein paar Tipps, die ihr beherzigen könnt, wenn ihr im Winter Wasserfälle fotografieren wollt. Denn das ist nicht easy. Ihr braucht dazu auf jeden Fall Gummistiefel, dann eine Kamera, ein Weitwinkelobjektiv dazu, ein Stativ und bestenfalls noch ein ND-Filter. Und wie ihr sehen könnt, es sieht hier nicht wirklich geil aus. Und im Winter ist ein Wasserfall zu fotografieren viel, viel schwieriger als im Herbst zum Beispiel. Weil im Herbst habt ihr diese schöne rot gefärbte oder braun gefärbte Laub, aber hier ist alles entweder weiß oder irgendwie grau. Und mit schwierig meine ich, hier muss man echt ganz, ganz bewusst nach einem Vordergrund suchen, der toll aussieht. Weil einfach nur auf den Wasserfall zugehen, ein Foto machen, das schaut sich wieder keiner an. Also suchen wir jetzt mal einen Vordergrund und dann gebe ich euch ein, zwei Tipps. Und eine Sache ist noch ganz wichtig, was das Equipment angeht. Besorgt euch einen L-Winkel, denn der spart unheimlich Zeit, wenn man im Hochkantformat den Wasserfall fotografieren will. Das geht viel, viel schneller und die Linse wird so weniger nass. Also bevor ihr nämlich das Stativ umbaut und schaut, wie was wo, vergeht einfach zu viel Zeit. Wichtig ist auch, packt euch mindestens ein, zwei von diesen großen Tüchern mit ein, um die Linse zwischendurch oder die Filter sauber zu machen, weil am Wasserfall ist es einfach nass. Oh. Und wenn ihr es fallen lasst, sind meistens Staubkörner drauf. Und am Anfang gehe ich es immer so an, dass ich mich dem Spot erstmal näher schaue, den mir an, ohne Kamera. Dann gehe ich mit der Kamera ohne Stativ hin und schaue nach einem schönen Vordergrund. Wenn man sich das hier so anschaut, ist es unheimlich schwer. Die Brücke ist nicht hübsch. Das Wasser da oben kommt aus dem Rohr raus. Eieiei, das wird schwer. Aber ich werde vorne rangehen und mir einen Vordergrund suchen. Vielleicht dieser quer liegende Baumstamm, der macht vielleicht Sinn, weil da ist ein kleiner grüner Moostupfen auf dem Baumstamm und das bildet so einen Kontrast zu diesem Weiß und dem Braun. Eventuell klappt es. Und eine Sache müsst ihr auch beachten, bei der Wasserfallfotografie solltet ihr echt trittsicher sein, weil am Wasserfall ist es einfach schwer, irgendwie einen Spot zu finden. Man muss meistens irgendwo steil runterkommen. Das ist gar nicht so ungefährlich, vor allem im Winter ist echt Rutschgefahr da. Gummistiefel sind eigentlich ganz geil, weil die sind sehr, sehr rutschfest. Ja, die haben Grip. Besser als Wanderschuhe. Eine Sache noch. Ich fotografiere Wasserfälle am liebsten bei bewölktem Himmel. Weil wenn die Sonne auf den Wasserfall drauf fallen würde, brennt er schnell aus. Vor allem bei einer Langzeitbelichtung ist es unheimlich schwer. Deswegen, bei bewölktem Himmel ist das auf jeden Fall ein Spot. Ein Filter schraube ich jetzt auch rein oder stecke rein. Ich habe hier den ND64, also 1.8. Damit sollte ich eine Sekunde ganz gut belichten können. Vielleicht braucht es aber auch nicht eine Sekunde, weil ihr müsst wissen, umso näher ihr am Wasserfall dran seid, desto kürzer würde ich auch belichten. Also ich würde jetzt hier kein 3- oder 5-Sekunden-Bild machen, wenn ich so nah dran bin, weil dann verwischt das Wasser viel zu sehr und schaut zu verträumt und unnatürlich aus. Allerdings können jetzt eine halbe Sekunde auch echt schwer aus der Hand halten. Deswegen Stativ und es wird schon funktionieren. Wie gesagt, ich möchte mir dann den grünen Tupfer von dem Baumstamm aussuchen und da irgendwie nach oben fotografieren. Hier schaue ich schon mal nach der Belichtungszeit, da muss ich jetzt nicht nah rangehen. Und ihr seht, ich bin hier schon auf einer Sekunde, einer Viererblende. Da vorne am Wasserfall kann ich jetzt nicht sprechen, aber ich werde so circa auf einer Sekunde erstmal anfangen zu belichten. Dann schaue ich mir die Sache an. Ich merke auch gerade, ich muss viel tiefer gehen. So, jetzt sehe ich schon die erste Problematik. Auf 16 mm kriege ich die Oberkante gar nicht mehr drauf. Deswegen switche ich jetzt wirklich um ins Hochformat. Und es geht relativ schnell hier mit dem L-Winkel. Zack, fest. Gehen wir es nochmal an.
noch alles sauber, einigermaßen. Wow! Fokussieren tue ich jetzt nicht hier drauf, sondern auf den Wasserfall, weil das mein Hauptmotiv ist. Das ist hier nur Mittel zum Zweck, mein Vordergrundmotiv. Touch habe ich gesetzt. So, wenn man sich da die Steine anschaut, die könnten auch eventuell ein Vordergrundmotiv sein. Die schauen wir uns mal an, ob das funktioniert. Weil da kann ich von da darüberwärts fotografieren. Oh, ist nicht ganz ungefährlich, also man muss echt aufpassen. So, auch hier die große Schwierigkeit. Der Stein ist sehr, sehr dunkel. Der Schnee da hinten super weiß. Entweder macht man eine HDR-Fotoreihe oder in dem Fall würde ich jetzt, wenn ich es in einem Bild hinkriegen möchte, im RAW, würde ich jetzt die Blende noch ein bisschen mehr schließen, dass das Weiß dann nicht komplett überbelichtet wird. Auch hier bin ich auf 0,8 Sekunden, also alles unter einer Sekunde. Mehr braucht es gar nicht. Nächstes Vordergrundmotiv, habe ich gerade gesehen. Ich habe mir hier, der Tupfer hier über dem Grün sieht auch sehr, sehr schön aus als Vordergrundmotiv. Bin auch wieder im Hochkant. Schau, dass ich die Brücke mit drauf kriege, auch wenn sie nicht besonders hübsch ist. Bin in der Waage, fokussiere wieder auf den Wasserfall. 0,8 Sekunde. Aber das wäre jetzt so das eine oder andere Vordergrundmotiv, was ich jetzt hier gefunden habe. Der Baumstamm, hier klein, der Pfeil und der Stein da hinten. Wenn man sich jetzt da hinten die Eiszapfen anschaut, gebe ich euch auch nochmal eine Idee mit. Das würde im Winter funktionieren, wenn man jetzt nur die Eiszapfen fotografiert. Aber ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen Licht, weil da unten ist es ganz schön dunkel. Ich habe so eine schöne kleine Videoleuchte, die schraube ich mir jetzt mal auf den Blitzschuhadapter drauf. Mache da drüben mal ein Bild. Aus der Hand. Ich habe hier meine G1 Videoleuchte dabei. Ich verlinke die auch gern. Könnt euch mal anschauen. Super praktisch für solche Geschichten. Auch für die Makrofotografie, da habe ich sie auch schon mal verwendet. Super gut. Kann man hier schön draufschrauben. Hält. So, dann wähle ich jetzt nur noch die Kelvinzahl aus. Da werde ich aber Tageslicht nehmen, irgendwas mit 5500. Dann leuchte die Eiszapfen an und schauen wir mal, ob wir da auch ein schönes Bild hinkriegen. Ganz witzig, jetzt hat es hier gerade ein Eiszapfen ins Wasser reingespült. Der bewegt sich jetzt natürlich im Wasser. Da fotografiere ich jetzt ohne Filter. Und leuchte den auch hier mit der Lampe an. So ein schönes Vordergrundmotiv. Eine Sache, wenn ihr Eiszapfen fotografieren wollt, schaut zuerst mal nach oben, dass nicht die Größen gerade über eurem Kopf hängen. Wenn die reinspicken, seid ihr tot. Hier geht's noch. Schaut mal die Wand hier an, wie schön die aussieht. Ich mache mal das Licht an, voll Power. Seht ihr das Grün? Das sieht doch echt schön aus, also wirklich. Ein schöner Kontrast, das Weiß und das Grün. Voll Power auf die Eiszapfen. Ich versuche diesen Bereich der Eiszapfen irgendwie zu separieren von dem anderen. Es ist schwer. Mal von unten nach oben, wie sieht das aus? Aber es ist eine Möglichkeit, nach einem Motiv zu suchen.
Vielleicht mal auch von der Seite. Wow, von der Seite. Schaut, ich drehe die Kamera auch nicht zu weit, dass ich zu viel von dem Hintergrund, von dem weißen Schnee drauf kriege. Ich will hier nur das Grüne und die Eiszapfen im Fokus haben oder auch im Bild haben. Und ohne die Lampe würde das nicht funktionieren. Da würdet ihr die schöne Grün des Moos nicht sehen. Das funktioniert echt nur so. Und da die Sonne heute nicht rauskommt, bleibt mir keine andere Wahl. Aber es sind schöne Bilder, hey, lecco mio. Gefällt mir noch fast besser als der Wasserfall. Schaut mal da, die Pflanze auf dem Boden. Die ist auch komplett eingefroren. Könnte auch ein Motiv sein. Kommt auch richtig gut zur Geltung mit Licht. Jetzt muss ich meine ISO ein bisschen runternehmen. Und auch hier ist wieder A und O die Bildkomposition. Man glaubt es nicht. Das ist alles nur noch heute möglich. Ab morgen taut's. Wow, was die Natur einem hier schenkt, unglaublich. Was mir jetzt noch einfällt, wäre eventuell durch die Eiszapfen durchzufotografieren in Richtung Wasserfall. Da sehe ich jetzt nur die Schwierigkeit, dass man das eigentliche Motiv kaum erkennt. Das wäre eigentlich der Wasserfall. Schwierig, weil für mich da wieder viel zu viel auf dem Bild ist. Ich probiere es aber trotzdem. Fokussiert durch wieder auf den Wasserfall. Ist eine Möglichkeit, aber es ist super viel auf dem Bild. Das stört mich gerade dabei. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Nicht easy hier, gar nicht easy. Ich stütze die Kamera jetzt auch hier auf meinem Knie auf, dann halte ich es einfach sicherer, weil ich jetzt hier ohne Stativ unterwegs bin. Ist aber eine schwere Bildkomposition, kann ich euch sagen. Wirklich schwer. Ist nicht easy. Aber es ist machbar. Man sieht zumindest hier die Stimmung in der Eishölle. Und zieht euch echt warm genug an, weil am Wasserfall ist es meistens kalt. Der liegt immer im Schatten oder fast immer. Aber das ist so das, was ich euch heute mitgeben konnte. Scheut nicht davor, Wasserfälle auch im Winter zu fotografieren. Macht unheimlich Spaß, weil es einfach auch viel schwieriger ist als im wunderschönen Herbst. Auch hier, der ist so super schön lang. Und hier gibt es noch ein bisschen Efeu. Ich versuche es mal aus der Hand. Schließe die Blende hier noch ein bisschen. Ist ja auch ein geiles Bild. Fokussiere auf den Wasserfall. 1/50. Und vor allen Dingen nicht atmen beim Abdrücken. Aber gut, im Herbst hast du nicht solche schöne Eiszapfen. Ein Eis gibt's auch umsonst. Bye bye und danke fürs Zuschauen.